Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Prisma-Architekt-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, Prisma-Architekt in irgendeiner Release-Version. Ja, irgendeine wird schon sein. Passt, sitzt, wackelt, hat Luft. So, hier legen wir gerade Heizungsrohre. Hier die Kamera, die ist gerade nicht besetzt, deshalb blinkt die. Jetzt steht bitte einer da. Die Meuten an Gefangenen schlagen sich durch in unsere Kantine, um dort zu speisen. Ne, tun sie nicht. Wo gehen die denn hin? Ich dachte, die essen jetzt. Gut, dann halt nicht. So, was müssen wir denn alles machen? Wir haben eine Mission, Grundausbildung 30% geschafft, Häftlingskapazität 72% geschafft. Was wir mal machen können ist, die Bäume hier aus diesem Sicherheitsbereich zu entfernen, dass sich Gefangene da nicht hinterm Baum verstecken können. Wenn wir die erschießen wollen, wenn sie abhauen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, dann kriegen wir auch ein bisschen Holz zusammen. Haben die dann alle ein bisschen was zu tun. So, da hat wieder ein Hund was gefunden, hat direkt angeschlagen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, sollen wir vergrößern? Oh, ich hoffe, den entlassen sie, den Ex-Cop. Dann haben wir nämlich wieder einen weniger hier in dem speziellen Sicherheitstrakt. Eigentlich müsste der andere Kollege jetzt auch auf dem Hof rumspazieren, aber ich habe so den Eindruck, der ist schon weg. Ich sehe nämlich gar keine Leute mehr in Gelb durch die Gegend rennen, außer dem da unten. Ja, das ist immer Fehlalarm. Da oben sind irgendwie Mäuse oder sowas unterm Weg. Da schlägt der immer instant an. Was können wir machen? Ich glaube, ich will auch irgendwas machen. Ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, beim nächsten Mal machen wir damit weiter, wenn ich es nicht vergesse. Und jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Was wollte ich machen? Wir könnten den Hof mal richtig ausbauen. Dann hätten wir das schon mal hinter uns. Dann wüssten wir, wo unser Hof ist und wo wir drum rumbauen. Wände abreißen. So, der Zaun wird abgerissen. Die Tür wird demontiert. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt noch immer am Überlegen, ob ich den kompletten Hof umbauen soll und soll den schon vierteln oder den schon so ein bisschen einteilen. Wobei hier oben sollen ja eigentlich nur die Leichtgefangenen sein, also nur die Grauhemden. Wenn wir genug Geld zusammen haben, kaufen wir uns Nachbargrundstücke und bauen dann dort für andere Gefangene einen Knast. Versteht ihr, wie ich das meine? Also ich will hier nebendran das Grundstück kaufen, was 80.000 kostet und will dann dort einen Knast bauen, zum Beispiel für Hochsicherheitsgefangene oder für, ja, also wir brauchen ja theoretisch 5 Bereiche. Leute in Schutzhaft, Hochsicherheitstrakt, also super, super, super Max,
Hochsicherheitstrakt, normale Gefangene und die leichten Gefangenen. Das sind fünf Bereiche. Und ich will das so machen, dass da wirklich jeder Bereich sein eigenes Gefängnis darstellt im Prinzip und die sich nicht begegnen, die Kollegen. Ja, so kann man dann auch Gangs auseinanderreißen. Oh, da ist einer. Das ist immer gut. Können wir den anwerben? Glaube, der ist noch nicht unterdrückt genug. Ja, momentan haben wir hier das große Glück, dass wir den Knast kontrollieren und dass hier keine Gangs drin sind im Knast. Ah, der sammelt schön, der hat 20% Coverage. Ist der entlassen worden übrigens? Weil der gerade so Richtung Ausgang marschiert. Ja, dem machen sie die Tür auf, der ist entlassen worden, der darf gehen. Das haben wir alles aus dem Verkehr gezogen hier, was hier aufblinkt. Das ist unglaublich. Ja, Gefahren, gut, das wissen wir. Ah, jetzt ist hier unten ein Kreis drumherum, oder? Ne, das ist noch immer der Kreis, weil ich ihn ausgewählt habe. Ja, manchmal freue ich mich zu früh. Klicke ich irgendwo hin, ist der Kreis weg. Ein Polaroid. Ja, immer wieder das Gleiche. Wird gerne mal Neues. Wie ist das eigentlich? Moment mal, wenn der jetzt geht. Da unten ist er gleich weg. Jetzt müsste es gleich 3000 geben, oder? Da sind sie. Ja, also eigentlich kannst du sagen, der Knast läuft. Das ist nicht das Problem. So wie er jetzt ist, könnte man den stehen lassen. Der wird laufen. Den Baum wollen wir wegmachen. Den Zaun wollen wir wegmachen noch. Und dann können wir hier erstmal alles zur Wiese machen, was noch nicht irgendwie Wiese ist. So, die Zäune haben mal höchste Priorität bekommen. Der Baum kriegt auch mal eine höhere Priorität. Ich hoffe, das war jetzt der Baum, nicht, dass die dort jetzt Gras. Doch, die machen da jetzt Gras. Oder? Ne, da reißt ein Baum. Der holt einen Baum weg. Gut, das sieht gut aus. Dann kriegen wir nämlich den Hof da langsam mal fertig. Ah, wie mache ich das am besten? Mache ich das alles zu einem Hof? Ich glaube ja. Alles ein Hof und Gutes.
So, ansonsten bin ich jetzt immer noch am Überlegen, was wir noch bauen könnten, was irgendwie sinnvoll wäre. Ich meine, es sind schon wieder 10 Minuten rum. Bauen wir auf 100 Kapazität aus. Auch nicht so leicht. Weil wenn wir die Kapazität erhöhen, müssen wir langsam die Kantine erweitern. Will ich die Kantine erweitern? Glaubt zurzeit nicht. Und das ist genau mein Problem. Also versteht ihr, ich muss gucken, damit ich sinnvoll ausbaue. Wenn ich jetzt einfach die Zellen hochsetze, kommen mehr Gefangene. Wenn mehr Gefangene kommen, kriegen die hier ihre Arbeit nicht mehr geschafft. Dann muss ich das hier vergrößern, dann muss ich das hier vergrößern. Dann brauche ich mehr Duschen. Muss ich den Duschraum vergrößern? Dazu müssen wir erstmal noch ein bisschen umbauen. Versteht ihr? Also, dazu müssen wir vieles umbauen. Das werden wir auch noch umbauen. Das ist nur der Grund, warum ich das jetzt derzeit nicht tun will. Es wäre schön, wenn die Ausbildung mal ein bisschen voranschreiten wird oder wenn wir vielleicht noch eine andere Aufgabe finden. Glaube, wir machen einfach mal eine kurzfristige Investition. Wir zahlen 5.000. Wir kriegen 16.000, wenn ich das richtig sehe, oder? Wenn die Zeit abgelaufen ist, in 71 Stunden. Ja, ich würde gern so vieles hier schon ändern, wo ich aber ehrlich gesagt noch keinen Zugang zu habe. Also, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich es machen will. Ich glaube, wir brauchen definitiv, wenn ich mir das hier so betrachte, brauchen wir nochmal so 1, 2 Köche. Die dann hier den Kram mal gebacken bekommen, weil es sieht ja aus wie Sau. Gibt ja schon bald wieder Abendessen, ja. Kriegen hier die Kantine nicht aufgeräumt. Das kann es ja auch nicht sein. Was stehen die denn hier rum? Ach, es ist Duschenzeit. Deshalb stehen die in der Dusche rum und wollen aber gar nicht duschen, sondern sind da einfach nur in die nächste Dusche gegangen und stehen da jetzt rum. So, die sind am Holz abbauen. Trifft sich gut. Die sind am Hof ausbauen. Das trifft sich auch gut. Ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Bin gerade so ein ganz klein bisschen überfragt, mit was wir hier genau weitermachen sollen. So, die Gefangenen haben jetzt Schlafenszeit. Ist ja eigentlich schon mal was Positives. Ist wieder ein Tag rum, ohne dass die sich umgebracht haben. Das muss man eigentlich feiern. Na, so, da haben wir Drogen konfisziert.
Ich würde sagen, es ist gerade so ruhig. Die liegen gerade im Bett. Wir machen mal eine Razzia. Einfach mal so, dass wir mal sehen, ob die noch irgendwie was drin haben, dass ein bisschen Action geht. Weil ich weiß nicht, ich glaube, ich baue halt nichts aus. Weil ich ehrlich gesagt momentan noch nicht genau weiß, wo ich was wie ausbauen will. Muss man da nochmal einen Kopf machen. Ich hätte gerne noch ein paar Informanten. Der ist Informant, der da im Knast sitzt. Unser Informant sitzt im Knast, ich glaub's ja nicht. Also, im Sonderknast, in unserem Knast. Das ist ja kurios. Ich glaube, wir haben uns den schlimmsten Informanten geholt, den man kriegen kann. Der die kriminellste Ader hat. Boah, Leute, ich weiß, es zieht sich, weil ich nichts baue. Und ich bin am Überlegen, ob ich auch schon Schluss machen soll, damit ich euch nicht unnötig quäl. Ich habe irgendwie gerade keinen Nerv dazu, was auszubauen, weil ich meine, der Kram läuft und es ist Frieden im Knast. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt hingehe und also ich muss die Kantine eigentlich wo komplett anders aufbauen. Und die Küche am besten auch. Mir schwebt da auch schon was vor, nämlich hier oben. Wenn wir hier die Küche hinmachen, dann können die hier den direkten Zugang wählen. Und dann könnte ich im Anschluss hier die Kantine dran bauen mit Zugang zum Hof und dann könnten die alle da hochmarschieren in die Kantine. Das wäre prinzipiell eine gute Idee. Nur, ich habe gerade keinen Bock, das zu bauen. Das klingt hart, aber es ist so. Ich habe gerade keine Lust, was zu bauen. Und ich fange an zu gehen. Das ist auch wieder mal so ein Zeichen dafür. Ich glaube, ich hätte heute besser die Folge ausfallen lassen, so hart es klingt. So, wir verkaufen Bleche, wir verkaufen... Wir zahlen Häftlingsgehälter, wir verkaufen Bleche, also Häftlinge müssen wir ja auch bezahlen, wenn die hier irgendwo arbeiten, kriegen die ja Geld dafür, dann können die sich im Laden wieder Sachen kaufen. So, ein paar werden schlecht gelaunt, weil wir so mitten in der Nacht aus dem Bett holen, um alles zu filzen. Aber es hat wohl gar nicht so viel Kram gegeben, also das war jetzt relativ easy going. Passt. Ja gut, dass wir noch irgendwie was Sinnvolles machen, würde ich sagen, kaufen wir hier drüben nochmal ein bisschen Bauland. Achso, ich glaube, irgendjemand hat mir geschrieben, ich soll in den Extras Wetter einschalten. Ich wusste nicht, dass man es einschalten muss. Ich habe gedacht, das wäre automatisch an. So, was haben wir jetzt hier? Wir können erstmal hingehen. Können diese ganzen Wandstrukturen hier mal abreißen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Dann können wir mal hingehen und können unseren Leuten sagen, wir sollen da drüben mal an Bäumen entfernen, was da so rumsteht. Das verschafft uns wieder ein bisschen Holz, was wir verticken können.
Und dann können wir uns echt mal einen Kopf machen, wie wir das da drüben auch planen wollen. Also praktisch den zweiten Knast. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich die tauschen soll. Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Da drüben mehr so fabrikmäßig angelegt für die Leichtgefangenen, wobei. Wen legen die in Amerika eigentlich zusammen in Räume? Es sind nicht die, die sie bevorzugen, ne? Also wenn einer was nicht so hardcore-mäßig angestellt hat, kommt er, glaube ich, in eine normale Zelle. Und die haben aber auch so eine Art Aufenthaltsraum für Leute, die ein bisschen krimineller waren. Glaube ich zumindest. Also die haben ja dieses, wir haben das ja auch, diese Zelle. Also ich würde halt gerne mal so eine Dormitory gebauen. Also sprich, in einem größeren Raum mit ein paar Doppelbetten drin. Und da bin ich halt auch noch am Überlegen, wie wir das am besten unterkriegen und wo. Wird sich vielleicht hier anbieten für die Gefangenen, die wir momentan hier in Zellen haben, ha? Obwohl es könnte auch sein, dass es. Ja. Ja, seht ihr, das sind alles so Sachen. Mir geht so viel Kram durch den Kopf, was ich gern bauen würde, wie wir das gern bauen würden, warum ich das gerne so bauen würde. Was ist eigentlich hier los? Warum sieht das denn so anders aus hier? Das ist doch auch Gras, oder nicht? Ich blick's nicht. Räume, Hof. Wo haben wir denn Hof? Hof. Ich weiß nicht, warum das hier heller ist wie das hier und obwohl das alles Hof ist. Kommt da Erde raus? Geht mir das Gras kaputt? Tatsache, mir geht's Gras kaputt, oder? Nee. Da war einfach nur noch kein Gras. Okay. Ne, das ist heute eine zähe Folge. Ich gebe es offen zu. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal in so einem Mut bin wie heute, dass ich sage, ich habe keinen Bock, was zu bauen, dann lasse ich es einfach bleiben. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt fandet, dass ich hier nur Land gekauft habe. Ja, und hier nur den Hof erweitert habe. Und ansonsten nicht viel gemacht habe. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, dass ich, solange keine Entscheidung gefällt ist, wie es hier weitergehen soll, also ob die hier bleiben oder ob die da drüben wohnen sollen, ob die Kantine größer gemacht werden soll, weil ich einen Zellentrakt anbaue, um auf 100 Gefangene aufzustocken und so weiter. Also solange ich das alles noch nicht so 100% fix weiß, dass es einfach keinen Sinn macht, weiterzubauen. Das sind schon Entscheidungen, die ziemlich grundlegend sind, würde ich mal behaupten. Also da macht man mal nicht einfach irgendwie was über das Knie brechen. Und heute bin ich irgendwie nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen. Und deshalb habe ich das auch nicht gebaut. Das habe ich nur einen Hof größer gemacht und hier mal Grundstück dazu gekauft. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was kostet das hier unten? 120.000. Also praktisch hier unten der Anschluss. Was kostet da hinten der Anschluss? Der dürfte auch nochmal 80.000 kosten. So.
Jetzt haben wir definitiv genug Platz. Das ist etwa nochmal der gleiche Grund, den wir hier hatten, um einen zweiten Knast oder die zweite Knasthälfte hier hinzubauen. Ja. Die räumen hier kräftig ab. Wir hatten damit auch ein Autosave oder wir haben es damit auch abgespeichert. Jetzt schon zweimal im Spiel standen. Deshalb bin ich jetzt raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, zumindest meinen Ausführungen zuzuhören, warum ich was wie mache und warum ich was plane oder ob ich was plane und wie ich was plane. Und also ich hoffe, dass ihr das wenigstens noch nachvollziehen konntet. Wir müssen uns auch nochmal, glaube ich, um Heizung kümmern. Das habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. Ich glaube, das wollte ich eigentlich auch machen in der Folge. Nach Heizung gucken. Habe ich jetzt nicht so wirklich gemacht. Ja. Haben wir eine Aufgabe fürs nächste Mal. Das wird jetzt mal notiert, dass ich es nicht wieder vergesse. Und ich bin raus und sage danke fürs Zuschauen und hoffe, es war für euch erträglich, hier zuzugucken. Ich weiß nämlich selbst, dass das gerade nicht die spannendste Folge war, die ich jemals aufgenommen habe. Das braucht mir also keiner drunter schreiben. Ja, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich hier... Ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was geholfen, zu hören, was ich vorhab. So, jetzt bin ich aber raus, bevor das noch länger wird und das Drama sich noch elend hinzieht, bin ich raus, sag danke fürs Zuschauen, noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.